brilliant play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schocks und heute mit einem neuen Vlog. Und zwar geht es um Folgendes. Der ein oder andere hat sicherlich schon auf Twitter oder Facebook gestern Abend mitbekommen. Wir haben uns wieder von einem Spieler getrennt. Wir haben uns von Gunelite getrennt. Das Ganze hatte verschiedene Gründe, aber es war letztendlich einfach eine Teamentscheidung, dass wir gesagt haben, wir wollen den Advanced Warfare Season auf andere Spieler bauen. Nichtsdestotrotz ist natürlich Gunn ein super Spieler, ein Top-Spieler, einer der besten deutschen Spieler und auch ein super sympathischer Kerl. Wir hatten echt eine coole Zeit mit ihm auf der Gamescom und auf der ESWC, aber letztendlich haben wir uns als Team dazu entschlossen, auf andere Spieler zu bauen. Und kurz danach haben wir uns auch einen neuen dritten Spieler gepickt, den werden viele von euch sicherlich nicht kennen. Der Spieler heißt Mike, er war damals schon bei MW3 mit Kiwi und so weiter zusammen, hat mit denen damals schon gespielt. Und war in Black Ops 2 mit Quickie, Raiden, McMillix und mir im Team Divinely. Und ist wirklich Top-Spieler, kann man nichts sagen. Mike ist ein Österreicher, Alter, ich weiß gar nicht, 20 Jahre, glaube ich. Mike, sorry, wenn ich mich vertan habe. Wie gesagt, ein super Spieler, SMG-Spieler, spielt ein bisschen Kiwi-like, also er kann AR auch spielen, SMG auch. Momentan spielen ja sowieso alle die Ball, wirklich Top-Spieler, also ich bin echt kleiner Fanboy von ihm, war ich damals bei Black Ops 2 schon und er passt auch perfekt ins Team, auch von seiner Art her, von seiner Motivation sowieso, er ist top motiviert. Er war jetzt ein Jahr lang inaktiv bei Ghost, ist jetzt wieder zurückgekommen, einfach aus beruflichen Gründen war er inaktiv und weil ihm halt das Spiel halt auch nicht so gefallen hat wie vielen anderen. Deshalb sind wir wirklich froh, dass er wieder zurückgekommen ist, dass ihm das Spiel gefällt und dass er halt wirklich auch schon gut abgeht in dem Game. Wir sind echt sehr zuversichtlich, mit ihm was erreichen zu können und ich muss halt dazu sagen, weil viele einfach gestern schon gehatet haben und ich denke mal jetzt einige, die das Video sehen, vielleicht schon sich so Gedanken darüber machen, warum wir schon wieder eine Lineup-Change haben. Erstens mal ist es halt einfach ganz normal in dem neuen Game einfach zu versuchen, das bestmögliche Team auf die Beine zu stellen. Wir versuchen halt einfach die vier besten Spieler Deutschlands in ein Team zu bekommen, um einfach Deutschland international gut zu repräsentieren. Wir wollen natürlich auch auf die Champs fahren und dort mindestens in die Top 8 kommen. Natürlich ist unser Ziel zu gewinnen, aber das Primärziel natürlich. Aber zumindest schon mal in die Top 8 zu kommen, wäre für ein EU-Team schon ein guter Erfolg, würde ich sagen. Und das ist halt einfach unser Ziel. Und wir versuchen einfach, das bestmögliche Team auf die Beine zu stellen. Und ich meine, es sind auch nicht nur wir, die Lineup-Changes durchführen. Ich meine, wer ein bisschen die amerikanische Szene zum Beispiel verfolgt, bei denen geht es ja noch ein bisschen krasser ab einfach. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir jetzt Optionen haben, dass wir nicht immer auf die gleichen Leute zurückgreifen müssen und dass wir wirklich 3-4 Leute zur Auswahl haben, die wir dann in Ruhe testen können und dann wirklich die vier Besten in ein Team hauen. Und unsere drei Spieler sind jetzt ja Quickie, Kiwi und Mike und wir suchen jetzt noch den richtigen vierten Spieler, sind da schon einige Leute am Testen. Wir haben da, ich glaube, der hat 3-4 Spieler, die wir jetzt momentan testen und sind wirklich 3-4 gute Spieler, deutschsprachige Spieler. Und wie gesagt, wir werden die testen, wenn sich der vierte dann ergeben hat, announcen wir das natürlich, kriegt er wieder ein Video von mir. Aber ich bitte euch wirklich, die Entscheidung zu akzeptieren. Ich meine, wir machen uns ja auch wirklich lang Gedanken drüber. Es ist ja nicht so, dass wir in der Früh oder morgens aufwachen und sagen, hey, yo, den kicken wir jetzt, weil es einfach Spaß macht. Wir versuchen ja auch eine konstante Line-Up zu finden. Und eine konstante Line-Up kannst du nur finden, wenn es A, menschlich zu 100% passt und wenn spielerisch alle auf dem gleichen Level sind und wenn halt ein Erfolg da ist. Und das Ganze, alles drei zu vereinbaren, ist halt wirklich richtig, richtig schwer. Einfach vor allem beim Vier-Mann-Team. Ich meine, so ein FIFA-Spieler ist einfach, der ist alleine. Oder ein StarCraft-Spieler. Aber beim LoL-Team, Counter-Strike-Team oder auch Call of Duty-Team ist es halt alles ein bisschen schwieriger. Da müssen halt viele Faktoren einfach zusammenpassen. Und wir machen uns da wirklich viel Gedanken drüber. Und wir bitten euch einfach, hinter unseren Entscheidungen zu stehen. Ich meine, wir machen uns da wirklich Gedanken. Ich meine, Leute wie Quickie sind seit COD4 dabei, die haben schon mit vielen Leuten geteamt, waren auf unzähligen Turnieren und auch Kiwi war schon auf vielen Turnieren. Mike hat sehr, sehr viel Erfahrung. Ich habe auch wirklich schon selber als Spieler Erfahrung gesammelt, habe auch schon sehr, sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren als Manager und Coach gesammelt. Also wir wissen schon, was wir da machen. Und natürlich machen wir auch Fehler, aber nur durch Fehler lernt man. Und wir denken jetzt momentan, dass das die richtige Entscheidung war, was wir jetzt gemacht haben. Und wir versuchen jetzt, wie gesagt, ein konstantes Lineup auf die Beine zu stellen, das Deutschland gut repräsentieren kann auf den kommenden Events in der Advanced Warfare Season. Wir hoffen natürlich, dass das Team dann letztendlich auch so bestehen bleibt. Natürlich kann ich dafür nicht garantieren. Ich meine, wenn einer mal keine Lust mehr hat oder es dann spielerisch oder menschlich doch nicht mehr so passt, wie man sich es einfach anfangs
gewünscht oder vorgestellt hätte, muss man natürlich reagieren, aber momentan der Standpunkt ist, dass die drei auf jeden Fall super zusammenpassen, alle drei top motiviert sind und den vierten Spieler, den müssen wir halt einfach nur noch herauspicken aus den drei, vier Leuten, die wir testen, und dann müssen wir einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Wie gesagt, wir hoffen trotzdem weiterhin auf euren Support und dass ihr hinter unseren Entscheidungen steht. Das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, wir machen uns da schon Gedanken drüber, warum wir gewisse Entscheidungen fällen, auch wenn die vielleicht nicht mehr ganz so nachvollziehbar sind, aber es gibt halt auch manchmal Gründe. Ich sage nicht hier in den Videos nicht immer alles, weil einfach nicht alles an die Öffentlichkeit gehört und gewisse Sachen einfach intern bleiben sollten, und es gibt halt einfach auch manchmal Sachen, die für euch jetzt vielleicht unverständlich sind, weil ihr halt nicht alles wisst, aber so ist es halt leider nun mal. Deswegen bitte ich euch, wie gesagt, steht hinter unseren Entscheidungen, supportet uns, supportet den deutschen E-Sport. Wir wollen wirklich was erreichen im deutschen E-Sport und den deutschen E-Sport voranbringen. Ich habe auch noch ein Projekt, das ich euch demnächst vorstellen werde. Dazu werde ich aber noch ein extra Video machen. Das ist auch für den deutschen E-Sport ein Projekt. Da werdet ihr alle davon was davon haben. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das wird ein sehr, sehr großes Projekt, was ich da auf die Beine stelle. Dazu werdet ihr in den nächsten 1 bis 2 Wochen, kann ich euch noch nicht genau sagen, aber circa 1 bis 2 Wochen kann ich euch Bescheid sagen über dieses Projekt. Und ansonsten gibt es vorerst nicht mehr so viel zu sagen zu unserem Team. Was ich euch noch ans Herz legen möchte, genau, es gibt auf der Killerfish Facebook-Seite momentan ein Gewinnspiel von Astro Gaming. Da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Ich poste euch mal den Killerfish E-Sport Facebook-Link unten in die Beschreibung. Da ist dann das Gewinnspiel auch zu finden. Oder für die Leute, die uns bereits auf unseren Team-Account folgen, da haben wir das Gewinnspiel auch geteilt und wir haben es auf Twitter auch geretweetet. Also ihr seht, es lohnt sich, uns zu folgen auf den Social Medias. Aber ich poste euch, wie gesagt, den Link unten in die Beschreibung. Da stehen auch die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel. Da könnt ihr mitmachen und vielleicht gewinnt ihr irgendwas von Astro. Es sind ein paar so Fan-Packages. Solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Echt coole Sachen dabei. Und ansonsten war es das vorerst auch mal von mir. Ich melde mich dann die Tage wieder mit einem neuen Video. Und da würde ich sagen, bis dann. Peace.